Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das heutige 24. Adventsfenster zum Heiligabend kommt von mir zu Hause aus Santa. Denn Weihnachten steht vor der Tür, ein Weihnachten, wie wir es alle noch nie zuvor erlebt haben. Ohne festliche Einstimmung, ohne große, liebevolle Zusammenkünfte, ohne diese ganz besondere Atmosphäre um uns herum, wie wir sie es eben nur an Weihnachten erleben dürfen. Stattdessen begleiten uns Auflagen, Kontaktbeschränkungen sowie massive Einschränkungen durch diese Weihnachtszeit und hinterlassen bei uns allen einen faden Beigeschmack. Das Jahr 2020 hat uns leider auf eine brutale Art und Weise vor Augen geführt, wie verletzlich die Welt und wir alle doch eigentlich sind und wie schnell durch ein solch kleines Virus alles aus den Fugen geraten kann. Für meine Generation, die im Vergleich zu früheren Generationen ja so viel Positives erlebt, war es doch eigentlich schier unvorstellbar, dass einmal alle Plätze dieser Welt, ob vom Brandenburger Tor in Berlin, vom Petersdom in Rom bis hin zum Times Square in New York, dass alle diese Plätze gleichzeitig menschenleer sind. Ein schwieriges Jahr also, in dem wir alle auf vieles verzichten mussten, gerade auf zahlreiche Dinge, die uns allen so lieb sind. Während ich in früheren Weihnachtsgrüßen oft von der Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit und dem rasanten Wandel der Gesellschaft gesprochen habe, so wünschen wir uns alle gerade diese Vergänglichkeit in Bezug auf die Corona-Pandemie herbei, damit jene schwierigen Zeiten bald enden, die Impfungen zügig und auch erfolgreich natürlich abgelaufen und wir unseren normalen Lebensalltag zurückbekommen. Gleichzeitig hoffen wir aber natürlich, dass sich unsere Wirtschaft möglichst schnell und erfolgreich erholt. Denn wir hatten uns alle für das Jahr 2020 so vieles vorgenommen. Sicherlich gibt es davon Dinge, auf die wir in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation verhältnismäßig gut verzichten konnten und auf die wir uns in Zukunft umso mehr freuen dürfen. Aber es gibt eben auch viele höchst persönliche Angelegenheiten, die sich leider nicht nachfinden, nachholen lassen oder anders gesagt deren emotionalen Wert wir in der gleichen Art und Weise nicht mehr nachempfinden können. So mussten einige von uns ihre Liebsten auf ihrem letzten Weg mit Maske und Abstand begleiten und durften nicht diesen Trost und dieses Mitgefühl anderer erfahren, was in einer solch schwierigen Situation doch so wichtig ist und so viel Kraft gibt. Auf der anderen Seite standen Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage wie auch sonstige einmalige Feierlichkeiten, die zwar nachgefeiert werden können, aber bei denen sich sicherlich trotz des positiven Anlasses nicht mehr das gleiche, dieses besondere Gefühl einstellen wird. So ist und war 2020 ein Jahr, das jedem Einzelnen von uns eine Menge abverlangt hat. Daher ist es bewunderns- und vor allem auch dankenswert, dass sich so viele unterschiedliche Konstellationen von Engagierten gebildet haben, um zahlreichen alten und kranken Menschen, ja Menschen mit erhöhtem Risiko, das Leben im Rahmen der Nachbarschaftshilfe bestmöglich zu erleichtern. Die sogenannten Helden des Alltags. Einen besonderen Dank richte ich aus diesem Grund an alle, die unser Gesundheits- und Pflegesystem am Laufen halten, stellvertretend unserem Gesundheitsamt und dem ganzen Team. Sie waren in diesem Jahr vielen Extremsituationen ausgesetzt, sind weit über ihre Grenzen hinausgegangen und haben viel Kraft und Engagement in ihre tägliche Arbeit gesteckt. Danken möchte ich in diesem Jahr auch unseren Erzieherinnen und unseren Erziehern, unseren Lehrerinnen und Lehrern, unseren Betreuungskräften und Hauswirtschaftskräften, die entgegen den allgemeinen Empfehlungen, Kontakte zu vermeiden, jeden Tag mit Kindern zusammen waren. Denn wenn ich beispielsweise meine 5 und 7 Jahre alten Kinder betrachte und die mir beim Frühstück betroffen erklären, mit wem sie sich treffen dürfen und mit wem nicht, mit wie vielen Hausständen wir Weihnachten
feiern dürfen oder nicht. Und wenn ein kleines Fläschchen mit Badezusatz im Adventskalender zunächst mit einem Desinfektionsmittel assoziiert wird, dann sieht man einmal mehr, wie sehr dieses Thema auch unsere Kinder bewegt. Ich danke weiterhin unseren Feuerwehren und allen Hilfskräften, die ohne Frage trotz Corona ausgerückt sind, obwohl sie größtenteils auf viele Übungen verzichten mussten. Dass es in Einsätzen dennoch reibungslos funktioniert hat, zeigt ganz deutlich, was jahrelanges Vertrauen, Kameradschaft und Pflichtbewusstsein ausmachen. Darüber hinaus möchte ich unseren zahlreichen Ehrenamtlichen danken. Sie haben beispielsweise den Bürgerbus am Laufen gehalten oder älteren Menschen im Rahmen der Digitalisierung geholfen, um nur einige Punkte anzusprechen. Es gäbe so viel mehr positive Beispiele hier aufzuzählen. Auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich von Herzen, dass sie trotz erschwerter Rahmenbedingungen in der Verwaltung für die Mitgliedsländler präsent waren und ich stets auf ihre Vernunft und ihr Verständnis bauen durfte. Abschließend bedanke ich mich natürlich bei meinen Beigeordneten, den Damen und Herren des Verbandsgemeinderates, den Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister, dem Stadtbürgermeister, allen Gemeinderatsmitgliedern, den Stadtratsmitgliedern sowie den Ausschussmitgliedern und allen Verbänden, die sich Corona-konform in mehr als 150 Sitzungen für die zukunftsfähige Weiterentwicklung unserer Region und damit insgesamt für die Belange der Menschen in Wittichland eingesetzt haben. Damit Verfahren fortgeführt, Projekte abgeschlossen und der Weg für eine gemeinschaftliche und innovative Zukunft geebnet werden konnte. Bei allen, die ich nur stellvertretend für die vielen weiteren herausheben durfte, erkennen wir, wie wichtig Vertrauen und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sind. Um es mit den Worten von Robert Schumann zu sagen, füreinander, miteinander, nebeneinander, können nicht alleine. 2020, ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ein Jahr, aus dem wir trotz der vielen negativen Ereignisse, aber auch einiges fürs Leben mitnehmen können. Denn als positiv denkender Mensch sehe ich auch in dieser Krise durchaus die Chance, dass wir als Gesellschaft diesen besonderen Zusammenhalt und diese neu gewonnene Solidarität, die wir alle in den zurückliegenden Monaten erleben durften, weiter mit in die Zukunft tragen, ganz im Sinne von Luise Rindler, die einmal sagte, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht gar nicht zu wissen, was neu werden soll, man muss nur bereit und zuversichtlich sein. Dahingehend wünsche ich Ihnen und euch allen, auch im Namen der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister sowie des Stadtbürgermeisters von ganzem Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise der engsten Familie und für das kommende Jahr vor allem Gesundheit und Gottes Segen. Frohe Weihnachten und alles Gute!